Jeder Fahrer hat eine Geschichte zu erzählen. Vom ersten Rennen, vom ersten Rennwagen, von seinen Siegen, den Niederlagen, dem Werdegang. Dies ist der Ausgangspunkt aller Rennträume. Der Auftakt eines Vermächtnisses für ambitionierte Fahrer. Einige wenige erwartet nicht nur die Ziellinie, sondern auch die Chance, eine lebende Legende des Rennsports zu werden. Willkommen bei Forza Motorsport. Ich helfe Ihnen, in der Welt des Rennsports Ruhm zu erlangen. Hier beginnt Ihre Reise. Und glauben Sie mir, wenn ich sage, es wird ein harter und steiniger Weg, bis Sie den Cup gewinnen. Ein Weg voller Entscheidungen, die Sie treffen müssen. Und hier ist die erste. Wer sind Sie? Jo, meine Lieben, und damit willkommen zu Forza Motorsport 7. Es ist Zeit für Ihre erste Fahrerausrüstung. Sie werden noch mehr erhalten, wenn Sie weiter Rennen fahren. Ach komm, wir nehmen den Eisen. Der Blau. Das sieht so ein bisschen aus wie die Polizisten da bei Mirror's Edge. Von hier aus können Sie Ihre Kampagne um den Forza Drivers Cup starten, im Mehrspielermodus gegen andere Fahrer aus aller Welt antreten oder sich ganz in Ruhe auf Entdeckungsreise begeben. Jo, ich mache jetzt mal ein paar Einstellungen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Ciao. Bis gleich. Willkommen zur Rookie-Meisterschaft. Jede Serie beruht auf über 50 Autoklassen mit verschiedensten Fahrzeugtypen. Es stellt sich also die Frage, mit welcher Serie möchten Sie beginnen? So, ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt immer. Oder ist stabil. Historische oder moderne? Moderne mit Hedges. Trophy Trucks. Wer Rennen fahren möchte, braucht auch einen Rennwagen. Der erste geht auf mich, also suchen Sie sich ruhig Ihren Favoriten aus. Diese Autos zeigen, dass Größe auch täuschen kann. Diese Hot Hatches sind auf Performance und Funktion ausgelegt. Ideal, um enge Straßenstrecken zu bewältigen. Vor dem Rennen können Sie noch letzte Änderungen vornehmen, etwa am Getriebe oder Tuning. Ein letzter prüfender Blick vor dem großen Auftritt hat noch nie geschadet.
Ich würde sagen, gucken wir nach Mods. Obwohl, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ich glaube, das sind nur drei Runden, das müsste man nur noch umstellen. Drei Runden, die spielen jetzt. Um für Chancengleichheit zu sorgen, wurde dieses Rennen homologiert. Das heißt, dass jedes der teilnehmenden Autos den gleichen Standards gerecht wird. So bleibt das Rennen spannend und trotzdem fair. Okay, alles bereit? Dann kann's ja losgehen. Fahren wir einfach mal. Wird schon schief gehen. Mein Grad ist eigentlich so, dann ist 100%ig eingestellt. Ich weiß nicht, wie das so hat. Jetzt mal 360 Grad statt 900, 900 sind so 8 Kilo. Yeah.
gemacht. Laut dem Cup-Reglement erhalten Sie für jedes Rennen Serienpunkte, unabhängig von Ihrer Platzierung. Allerdings gibt es mehr Punkte, je besser Ihr Platz ist. Okay. Ja, dann auf zum nächsten Mal. Es ist Regen gemeldet. Die Strecke könnte rutschig werden. Ja, alte Zeiten. Thank you.
Sie haben etwas Geld zum Ausgeben. Hey, warum investieren Sie nicht in eine Preiskiste? Sie könnten Mods, Fahrerausrüstung oder etwas anderes Tolles bekommen. Könnte man auch. Thank you.
Ja, komm, noch kurz abfahren, ja. Das letzte jetzt, ne? Dann können wir auch Nissan GT-R freischalten, sofern wir das Geld haben. Das letzte Rennen der Serie. Ihre Finesse und Unerschrockenheit haben Sie bereits unter Beweis gestellt. Jetzt müssen Sie nur dranbleiben und allen zeigen, wer den Pokal am meisten verdient hat. Ja, wir natürlich. So, welche Strecke sind wir denn? Sind wir das so schon irgendwo? Oh, das können wir gelernt. Oh.
Ticken schneller gefahren sind. So. Geschafft! Sie haben Ihre erste Serie abgeschlossen und einen Platz auf dem Siegerpodest errungen. Genießen Sie das Glücksgefühl noch ein wenig und nehmen Sie dann die nächste Herausforderung in Angriff. Auf dem Weg zum Forza Drivers Cup. Nissan GTA, natürlich, den nehmen wir doch. Ah, dieses Auto hat es Ihnen wohl angetan. Dadurch erhöht sich der Wert Ihres Fuhrparks und Sie können dieses Auto fortan in Rennen einsetzen.